Chat, reicht das, wenn er an einer Station tankt? Oder ist das schon zu knapp? Gut, ich würde den halt jetzt hier bis zum Bahnhof fahren lassen, abladen und dann wieder zurück, ne? Zumindest ist das mein Plan gerade. Und ich würde jetzt als Treibstoff Kohle nehmen, wahrscheinlich.
Moin, Dr. Klokopf. Und bist schon alleine gut vorangekommen in Satisfactory. Ohne Anzi und Dirty Ahsoka. Oh, wir spielen schon wieder seit 6 Stunden. Ist ja krank. Bin aber gerade auch voll im Fokus hier, ey, damit diese Anlage fertig wird. So. Was.
Raffi, ja, ich bin aber ultra müde gerade. Ich habe so einen richtigen Down-Moment. Uli. Wir haben einfach zu viel gestreamt. Kappa. Ja, ich habe heute Morgen... Er sagt Kappa. Was denn? Wenn das nicht viel Stream ist, was ist dann viel Stream? Ich bin aber heute Morgen auch sehr früh wach gewesen. Ich habe noch gestern zu meiner Freundin gesagt, ich muss mir endlich wieder angewöhnen, früher aufzustehen, weil ich immer so gegen 8 oder 9 aufgestanden bin und das nervt mich halt, weil ich, wenn ich um 10 anfange zu streamen, dann ist das halt einfach keine gute Zeit, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Fühle ich. Also ich stehe, mein Wecker steht jeden Morgen auf 7.50 Uhr. Das ist immer so Not-Situation. Aber automatisch aufwachen tue ich meistens so gegen 7.30 Uhr. Von alleine. So, und aber ich mein Sohn weckt mich immer um 6, Alter, momentan. Das ist scheiße. Ja, aber das ist die Zeit, wo ich eigentlich aufstehen will am liebsten. Und wann gehst du ins Bett? Normalerweise, wenn ich um 6 aufstehe, so spätestens 23 Uhr. Ja, genau. Und ich gehe meistens später halt ins Bett. Und das ist halt das Problem, ne? Ich muss echt dann früher ins Bett gehen. Ich gehe meistens um 1 ins Bett. Und wenn du dann um 6 Uhr wach bist, ist schon echt scheiße. Ja. Wie läuft's bei dir? Ganz gut. Ich bin jetzt gerade alles am Vorbereiten hier
für den Bahnhof, dass der schick beladen wird. Ja. Leute, ich habe die Lampe noch gar nicht an Strom angeschlossen, sie leuchtet trotzdem. Auch nicht schlecht. Also, ihr habt wieder keinen Beton? Das kann doch nicht sein. Schon wieder Beton leer? Eieiei, Zander. Bau hier, verbau hier mehr Beton als in Berlin, ey. Ich habe mehr moderne Gleise verlegt als die Deutsche Bahn. Das ist nicht schwer. Und meine Arbeit wieder kaputt geredet. Nee, aber mehr moderne Gleise als die Deutsche Bahn, mehr Gleise als die Deutsche Bahn im Allgemeinen, okay. Aber wenn die Deutsche Bahn eine Sache moderner hat, dann nicht Gleise. Sag mir das modernste der deutschen Bahn. Das modernste der deutschen Bahn. Ja. Die Leihfahrräder am Bahnhof.
ich die noch nehmen. No Man's Sky Update von 2,6 GB. Gibt es ein Event? Gute Frage. Weiß nicht, also ich habe nichts von No Man's Sky mitbekommen. Die haben doch auch neue Spiele in Entwicklung, ne? Die Macher von No Man's Sky. Ja, Light No Fire. Light No Fire. Auch ein wilder Name, ne? Ja, das wird aber so ein RPG in die Richtung. Das sah aber schon ziemlich, ziemlich krass aus. Okay. Ey, das Biom, wo ich hier gerade bin, das versprüht übelst mit der Musik so ein Borderlands-Vibe. Mehr Borderlands als Borderlands selbst. Strong, das ist auch mal eine Leistung. Die Musik und alles, das erinnert richtig an Borderlands. Borderlands nie richtig gespielt. Hat mich irgendwie nie gehuckt, das Game. Der zweite Teil war halt wirklich sehr, sehr stark. Der dritte, ich weiß nicht, der hat mir auch nicht so gefallen. Also, ich habe ihn zwar durchgespielt, aber ich weiß nicht, diese ganzen Zwischenableger, die finde ich wirklich, also die gefallen mir gar nicht. Gab ja zuletzt da dieses Tiny Tina Wonderlands. Das sollte aber ganz geil sein, habe ich mal gehört. Dass das nicht so schlecht sein soll. Es gab dafür ein DLC im zweiten, das fand ich nicht schlecht, aber das eigenständige Spiel, boah, das hat mich überhaupt nicht gecatcht, also gar kein bisschen. Moin Cori Viral. Alles gut? Ich bin gut vorangekommen, Cori Viral, ja. Ich habe die Computerproduktion hier hinten an den Start gebracht. Jetzt bin ich gerade dabei zu gucken, dass ich das alles so hinbekomme, dass das in den Bahnhof geliefert wird.
Damit sich unser Lager mit Computern füllt und ja. Ah, okay, das geht nicht. So.
Muss ich die Route selber einfahren? Kevin? Ja? Ja? Was ist, Thunder? Was ist denn? Hä? Ich hab dich gefragt, ob du mit mir gesprochen hast. Nee. Okay. Komplett verwirrt. Muss ich in der Route auch das Einladen speichern oder muss ich die nur fahren? Man muss automatische Routen selber einfahren, damit der Autopilot den Weg kennt. Ach so, ja, ja, genau. Das ist richtig. Mann, warum laufen diese Giraffenwesen hier überall rum? Okay. Warum liegen die Videos eigentlich so weit hinten? Fire Screen Twitch. Ich versuch's dir so einfach wie möglich zu machen. Wenn am Tag ein Video immer nur kommt, was 2 Stunden geht und ich 12 Stunden am Tag streame, wie kommt das wohl zustande? Ich bin auf deine Antwort gespannt.
Also wenn ich das alles, was ich am Tag streame, hochladen würde, dann wird mein Kanal geflutet werden. Das will ich aber nicht. So. Aufnahme starten. Okay, LKW beladen habe ich gedrückt. Okay, tut er anscheinend. Okay, wir tun Aufnahme nochmal stoppen. Aus irgendeinem Grund hat er das erste Beladen nicht irgendwie angenommen. Ich hoffe, das ist jetzt angenommen, das Beladen. Ich glaube, die Route fahre ich gleich nochmal. Was ist das denn? Alles klar, Feier. Okay, aber in den Videos hatte ich eigentlich auch gesagt, dass wir 12 Stunden am Tag streamen, ne? Dadurch kommt halt zustande, dass wir so schnell Content gerade oder mehr gesagt so schnell vorpreschen hier. Aber wir sind auch viel am Bauen, also wir sind immer noch dabei, Phase 3 abzuschließen.
Okay, wir versuchen es nochmal. Oh, was ist er denn hier für ein schnuckliges Auto? Ey, wie, was für ein Auto? Hier ist noch ein kleinerer Schlepper. Tractors can use any type of fuel and have a self-driving feature, much like Pioneers, only more reliable. While driving, you can record a path to automate vehicle resource transportation. Unlike early self-driving vehicles, tractors will not spy on you. Your employee data. Oh, ich check's, okay. Ich weiß, was los ist, warum das nicht funktioniert. Es gibt hier keinen Strom. Ja, Feier, das kann sein. Ja, wie gesagt, wir sind halt sehr, sehr viel am Spielen im Stream, ne? Deswegen sage ich auch immer in den Videos, die Leute, wenn die da Interesse dran haben, sollen gerne in den Streams vorbeischauen. So, jetzt geht das. Jetzt aber richtig. Let's go.
Okay, Leute. Mal gucken, ob Kevin gemutet ist. Warum? Nee, ich hab gerade gefragt, ob du Weihnachten magst. Ob ich Weihnachten mag? Ja. Ja, da gibt's immer lecker Essen. Junge, du und Essen, ne? Unzertrennliche Brüder. Bro, die Giraffe! Für Giraffe? Ja, diese komische, weiß ich, Bauchpups-Giraffe da. Ah, die. Die kenne ich. Fuck so ab, ey. Ich werde das jetzt so bauen, dass sie hier nicht mehr draufkommt. Was ist denn eine Bauchpups-Giraffe, Junge? Du meinst aber nicht diese komischen Wal-Dinger. Ja, diese komischen, die mit dem Blähbauch. Okay, Computer werden jetzt automatisiert zum Lager gebracht. Oh, nice. Das hast du direkt eingestellt. Ich habe alles gemacht jetzt. Ich habe hier so einen ganz kleinen Buggy, der fährt zwischen dem Lager und dem Dings hin und her. Kevin, eine Frage. Ja? Ist der Buggy Buggy? Nö, der ist echt krass, ne? Also wenn die Route verbuggt, dann teleportiert er sich einfach. Das war so eine richtige Kackfrage und du hast einfach serious darauf geantwortet. Okay, erzähl weiter.
Ja, und jetzt wird der Stuff hier hin und her gebracht, ne? Ja, nice. Das heißt, wenn unser Lager über Nacht vollläuft mit Computern, dann werden die geschreddert. Bist du stolz? Bitte? Bist du stolz auf die Leistung, die du erbracht hast? Ah, weiß nicht, ob das was ist, worauf man stolz sein soll. Kevin, du musst mehr Stolz zeigen. Ich finde das nicht gut. Zeig Stolz. Dein stolzer Bruder. So, Geländer bauen. Ey, wenn jetzt noch eine von diesen Giraffen hier gleich rumläuft. Was machst du dann? Schlachte ich die. Oh, Giraffensteak, lecker. So. Also so habe ich dem die Route niemals gezeigt. Naja, der tut sich ja von selbst entbangen. Was macht der da jedes Mal? Keine Ahnung, ist da vielleicht ein Eiswagen oder? Ja, der fährt so unkontrolliert hin und her, das ist geisteskrank. Weil er sich freut. Ich bin gerade eine schöne, saubere Route eingefahren und der fährt die überhaupt nicht. Also der fährt sowas von einer anderen Route, aber niemals im Leben die, die ich gefahren bin. Der fährt andauernd in den Zaun und so rein. Vielleicht ist der einfach nur überfordert mit der Komplexität der Route. Junge, der muss nur geradeaus und einmal rechts abbiegen. Mehr muss der nicht machen. Und der fängt an, irgendwie wilde Kreise und sowas zu drehen. Hornkreise? Vielleicht sind da Aliens mit im Spiel. Junge, weißt du noch diese Zeit, wo die Kornkreise das erste Mal aufgetaucht sind? Und alle Leute halt einfach gedacht haben, das wären halt wirklich Aliens? Das war die Zeit, wo einfach alle Menschen auch wirklich fest daran geglaubt haben. Es gab niemanden, der da widersprochen hat. Ich möchte direkt am Rande erwähnen, Science Zeichen, guter Film.
kennst du die Parodie von Dings? Wie heißt das? Scary Movie? Ja. Wo der durch den Finger pinkelt? Ja. Junge, das ist so unverschämt. Einfach, Junge, das ist unglaublich. So, wie viel Strom haben wir eigentlich? Ey, ich hab gar keine Ahnung, ich bin jetzt gerade wegen... Also das ist ja gottlos, wo ist denn die Kohle hier? Da unten. Boah, da verlege ich jetzt einfach erstmal querbeet ein Band. Einfach damit der Stoff da ist. Kevin? Damit der Stoff... Okay, wenn der Stoff da ist, ist geil. Das ist wichtig, dass der Stoff da ist. Ich muss aber ehrlich sagen, das feiere ich so ein bisschen an Factorio. Factorio ist dann wieder eine gelungene Abwechslung zu Satisfactory in dem Sinne. Weil in Factorio geht es dann wirklich weniger darum, dass wir schön bauen. Ja. Da geht es wirklich einzig und allein darum, effizient zu bauen. Ich diese Anlage gleich anschließe, Junge, dann macht's. Meinst du? Keine Ahnung. So, wir haben jetzt aktuell eine Stromproduktion von 12 Megawatt. Und der Max, der Verbrauch liegt gerade bei 4, also 4000 Megawatt. Der maximale Verbrauch liegt aktuell bei 10,546. Aber ich schließe jetzt eine Sache an. Ich weiß nicht, ist der maximale Verbrauch auch das eingerechnet, was noch nicht angeschlossen ist? Das weiß ich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, dass nur, wenn alle Maschinen jetzt laufen würden, würden wir das verbrauchen. Okay. Warte.
Ja, genau. Aber der Verbrauch geht jetzt, glaube ich, hoch. Also die Produktion fängt jetzt an zu laufen und jetzt werde ich sehen, ob das funktioniert, was ich hier gemacht habe. Eisenerz sieht schon mal gut aus. Steht er. Och Mann. Zu hoch geflogen. Aber ich darf jetzt meine Hyperleg-Tube nutzen. Ich sag's euch, Chat, ich merk's aber auch langsam mit der Müdigkeit. Das Game entzieht einem die Lebensenergie. Ich glaube, der Hypertube wäre sehr geil, wenn man nicht in Slow Motion da durchfliegen würde. Der Schlepper schleppt wie ein Weltmeister.
Chat, morgen werde ich, glaube ich, ausschlafen. Morgen werde ich einfach mal so lange pennen, bis ich richtig ausgepennt bin. Damit ich morgen einen topfitten Satisfactory-Livestream machen kann. Boah, zum Glück hat er sich schon gut geheilt gehabt, ey. Habe ich noch Nüsse? Ja. Mal ein paar reinhauen. Und funktioniert die Produktion? Produktion funktioniert, ja. Oh, was ist das denn? Ich warte kurz, dass die Kohle kommt, Leute. Das habe ich niemals so eingespeichert, die Route, Leute. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist.
Das ist schon ein geiles Feeling. Das muss ich sagen. Das fühlt sich sehr belohnt an, zu sehen, wie der Zug automatisiert jetzt alles ins Lager bringt. Auf YouTube hat mich gerade eben jemand subscribed, der heißt Dustin7DS Grand Cross und Spiele. Aber einfach die halbe Bibel als Namen. Zander, warum nennst du deinen YouTube-Kanal nicht auch auf YouTube? Zander, der Fisch, der gerne Spiele spielt. Ja, warum nicht? Der Fisch, der gerne Spiele spielt. Und sehr sich darüber präsent. Freut, wenn andere zuschauen. Schaut gerne bei mir vorbei. Zander auf YouTube. Was los? Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich will den jetzt versuchen, ein bisschen easy zu machen. Weil sonst muss ich die ganze Anlage nochmal umbauen. Ich habe gerade schon gesagt, das Game 12 Stunden am Tag über so einen langen Zeitraum zu zocken, das macht unfassbar Laune, aber das entzieht einem die Lebensenergie. Wenn man das so sagen kann, ja. Wenn du so Produktionen baust, also das, ich finde, das ist schon anstrengend auf Dauer. Auf jeden Fall. Mein Kopf platzt. Ich hab die Lösung, Chat. Oh, da ist ein Zug mit einem Waggon. Da wird der Waggon genommen. Zug entladen. Hupt und fährt weiter. Da kommen die Computer. Durchgecheckt, durchgecheckt. Und hier gehen die in den Container. Zack, und hier oben, der ist schon fast voll. Es funktioniert alles, Zander. Einwandfrei. Das ist so geil. Ich bin begeistert.
Ja, Leon, das ist wirklich, also... Ich sag mal, heute ist ein bisschen Flaute. Aber ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen durchziehen. Ich habe nämlich noch ein paar Pläne. An Dingen, die noch erledigt werden müssen. Und eine davon ist, dass wir... Gott, der hat mich voll weggekickt. Okay, perfekt. Jetzt kann ich das nämlich hochladen. Ich muss meine Hypertubes noch bauen. Habt ihr den Zug vergoldet? Ja, das ist der goldene Kappa Train. Goldlackierung, ja, die bekommt man über den Shop. So, jetzt muss ich mir noch mal hier ein bisschen Treibstoff sneaken. Die Frage ist nur, wo sind die Treibstoffdinger? Leerer Kanister. Das heißt, die müssen ja hier irgendwo befüllt werden, ne?
Ganz kurz AFK. So, Leute. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Jetzt geht's los. Was denn? Jetzt geht's los. Okay, cool. Jetzt wird die Hypertube verlegt. Ich werde jetzt ein paar Rohre verlegen. Da, Kevin. So, Bommel, moin! Bibi, schön, dass du wieder da bist. Oh Gott. Zander, was sagst du eigentlich dazu, dass Mr. Beast Schokolade jetzt hier in Deutschland ist? Keine Ahnung, wenn die geil ist, probiere ich die mal aus. 60 Gramm kosten 3 Euro. Ja, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt gut sind oder nicht. Weiß ich nicht, habe ich nichts zu sagen. Im Verhältnis eine Milka-Schokoladentafel, die fast doppelt so viel hat, kostet auch 3 Euro. Aber Milka-Schokolade ist ja wack. Also, sorry. Ich persönlich finde Milka-Schokolade gar nicht geil. Aber ich bin halt auch als Schokolade sehr kritisch. Also, ich mag Milka-Schokolade überhaupt nicht. Die ist mir viel zu süß. Schmeckt fast gar nicht in der Kakao. Dann wird dir, glaube ich, Mr. Beast-Schokolade auch nicht gefallen. Ist die auch einfach so süß, oder was? Ja, das ist, also die soll extrem, also am Anfang haben die gesagt, die machen die nicht so süß und dann haben die jetzt extrem versüßt. Krass. Also ich glaube auch nicht, dass sie viel Chance haben, sich hier auf dem Markt zu platzieren. Bei mir im Chat schreibt auch schon jemand, dass die Schokolade aus Deutschland und der Schweiz halt einfach sehr gut ist, ne? Ja, es gibt halt sehr gute Schokolade in Deutschland. Das stimmt schon. Ja, Lindt zum Beispiel, ne? Lindt fühle ich auch nicht mehr so. Früher war die, also ich weiß nicht, früher hat die richtig lecker geschmeckt. Mittlerweile esse ich die nicht mehr so gerne. Es gibt wenige Schokoladen, die ich nur so richtig geil finde, muss man dazu sagen. Richtige Schokoladendiva. Ich muss, also was ich zum Beispiel geil finde, ist diese Tonis-Schokolade. Aber die ist halt auch sehr, sehr speziell, ne? Tonis, ja, die finde ich halt geil, weil die halt so ein bisschen so, ich sag mal, so ein Ben Jerry's der Schokolade ist. Weißt du? Ist das so eine amerikanische? Weiß ich gar nicht.
finde ich einfach nur lecker. Die haben halt so mit Brezel und sowas, weißt du? Ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Die ist auch in so einer Papierverpackung immer, ne? Ja, genau, richtig, ja. Ja, die habe ich mir auch mal geholt. Die gibt's auch mit Erdnussbutter und so. Ja, genau, so richtig abgefahrener Scheiß. Kommt aus Amsterdam. Ja, Amsterdam, die wissen, wie man Süßigkeiten macht. Nicht nur das. Och nö. Also die Produktion ist jetzt angelaufen. Jetzt muss ich die Autobahn bauen, Kevin. Jetzt geht's los. Jetzt wird's wild. Schokolade aus Käse ist auch was Feines. Schokolade aus Käse? Sicher, sicher. Jo, ich sehe die ersten Züge, die was aufgeladen haben. Geil, ne? Okay, hier kommt's raus und dann kann ich es hier lang ziehen und könnte die Produktion rein theoretisch hier hinbauen. Muss jetzt nur gucken. Wie heißt die nochmal? Modular Motor, ne? Modular Engine, sorry. So, ich brauche. Das habe ich 10. Ah, ne, warte mal. Ich produziere 5. Wir können 5 Modular Engines die Minute produzieren. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ne, gar nicht. Doch. Ne, gar nicht. 4 können wir machen. 4. Danke. 8 Motoren. 8 Smart Planting und 60 Rubber. Wir müssen 60 Rubber die Minute an diesen Ort hier schaffen, damit ich das bauen kann. 60. Und dafür muss ich eine Autobahn bauen, die von hier nach da geht. Das wird wild. Schaffen wir aber. Machen wir heute fertig. Ich bin sofort wieder da. Muss erstmal kurz, keine Ahnung, irgendwas Süßes. Warum habe ich das eigentlich nicht direkt so gemacht?
Fuck. So, ist schön. Hier sind durchgehend Computer in dem Dings, ey, das ist geil. Oh, mittlerweile wird der Kunststoff aber gut verbraucht. Ich bring kurz mein Geschirr weg.
Könnt's auch zur Not mit dem Förderband machen. Alki, wenn es nicht geht. Aber ich will es gerne versuchen. 90 die Minute. Warum sollte das nicht schaffbar sein? Wie viel kann ein LKW transportieren? Maximal. Könnt ihr doch rein theoretisch einfach einen weiteren LKW dann bauen, oder nicht? Ja, aber wir wollen das ja. Wir wollen ein bisschen Abwechslung reinbauen, Henrod, weißt du? Wir haben ja eine Zugstrecke, haben wir ja schon. Und jetzt hatte ich gedacht, ich baue jetzt eine Autobahn für LKWs. Für die Leute, die das heute Morgen nicht mitbekommen haben, wartet mal ab. Ich habe schon was vorbereitet. Aber Orange, das könnte doch rein theoretisch, also habe ich das schon verstanden. Ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel eine Lücke entsteht, setzt die einfach ein LKW mehr rein, oder? Ich zwei bis drei LKWs auf die Strecke, zwei bis vier, aber die packen das. Okay. Das ist doch nice. Snooki, moin! Ist das geil, ey. Ist das geil. Also bei mir in der Community sind einige, die das Game zocken, Fire, Siren, Twitch. Von der vom Öldings anfangen zu bauen. Also nicht von hier, sondern andersrum. Ich brauche für die Autobahn, da muss ich kurz gucken, geisteskrank wie es darf. Der läuft ja schon wieder hier auf meiner Strecke rum. Wie kommt der denn hier jedes Mal drauf? Drecksvieh. Der Hass ist real. Boah, auf jeden Fall Beton und Quarz. Kommst du an Quarz schon irgendwie ran? So auf schnell. Quarz? Kevin? Mhm. Was für ein Quarz? Also nicht Sand, sondern Quarz. Kristalle. Haben wir doch. Ja, ich meine, kommst du jetzt so auf die Schnelle da irgendwie ran, oder? Ich bin also an der Ölplattform gerade. Wenn du willst, kann ich kurz rübergehen und dann lade ich was in die Cloud. Nee. Alles gut. Also, wenn du da bist, kannst du es machen, brauchst aber nicht extra los. Na, ich kann ja jetzt schnell mit dem Seilding darüber, ne? Ja. Das geht ja flotti Karotti. Sehr nice. Geh jetzt nämlich selber zur Ölplattform. Warte mal. Wenn ich an der Ölplattform, dann gehe ich doch sowieso an der Quarzding vorbei, oder? Weil ich weiß ja nicht, wo. Also. Ich würde die Straße halt von hier irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich die Straße bauen möchte. Wird die halt. Weil Querfeld ein ist halt übel. Weil da halt viele Berge sind, weißt du? Müssen wir so viel anpassen. Außenrum ist halt leichter, die Strecke zu führen. Ja, gut, aber das kommt auf uns zu, wenn wir dann hier alles schön machen wollen, ne? Also, ich würde dir vorschlagen, vielleicht einfach die schnell und grob zu bauen und dann im Nachhinein kann man die immer noch schön machen. Gut, mit den Templates geht das ja schnell.
Wo bist denn du jetzt hin, Kevin? Ich bin jetzt gerade hier, wo du bist, weil ich mal gucken wollte. Hast du die Straße schon hier so weit? Nee. Also wollte den Weg, den ich gelaufen bin, den könnte man gut eine Straße ziehen. Warte. Aber hier ist halt viel Unebenheit, ne? Ja gut, hier muss man halt eine Schräge runterbauen, ne, so. Dann gehst du hier quasi wieder ein bisschen hoch. Ja, ich hätte einfach hier eine Gerade gemacht. Von hier nach hier gerade. Da baue ich ja keine Schräge. Ja. Und dann hier durch den Wald oder hier am Wasser lang? Nee, hier. Durch den Wald. Ist irgendwie nicer durch den Wald, ne? Ja, vor allen Dingen, guck mal. Komm mir mal hinterher, hier. Aber du darfst eins nicht vergessen, ne? Die Straße ist echt breit. Ja. Ja, aber das passt ja. Breit. Guck mal hier. Da könntest du hier durch? Nee, schaffe ich nicht. Passt nicht. Wieso, du kannst die doch hier drinnen schmaler machen dann. Ja. Ist halt übel, ne? Das ist halt zwei breit hier drin, ne? Und das World Grid passt hier nicht rein. Die Idee ist geil. Durch so eine Höhle durchzufahren wäre mega nice. Ich würde hier einfach alles mit Platten zupflastern, so. Ja, aber es ist halt nur zwei breit, ne? Normalerweise bin ich fünf breit. Mit der Straße. Und hier hinten kommen wir gar nicht raus. Hier ist zu eng. Und hier ist ganz knapp. Ah, nee. Also ich finde die Idee, durch so ein Ding durchzufahren, cool, aber das ist halt. Das ist halt nicht. Das ist zu eng. Ansonsten kannst du noch links rumfahren. Ja, wir fahren links rum. Hier links ist, rum passt. Hier lang, über diesen Sandweg. Ja. Das geht. Hier ist breit. Dann hier schön an dem Stein vorbei. Ja, ich habe auch überlegt, oben und unten eine Spur. Also, dass man die Hinspur oben drüber führt und die unten lang führt. Aber das ist trotzdem zu eng. Am Ausgang war es zu eng. Dann können wir hier lang gehen. Genau. Schöne lange Geraden sind halt geil. Ich würde weiter geradeaus gehen tatsächlich. Auf diesen Sandberg zu oder was das hier ist. Und dann hier links rum, obwohl hier ist übel. Was ist denn das hier? Kann man das sprengen hier, das Ding? Nee. Are you sure? Da war eine Sphäre, glaube ich, drauf. Ah, das kann sein. Und dann kann man die Bahn hier durchführen. Das geht. Hier durchgeht. Könnte man die hier genau am Berg lang führen, damit das so ein bisschen, weißt du, das ist geil, dann machen wir den Strand nicht so kaputt.
führen wir den hier am Berg lang. Und dann fahren wir von hier rüber auf die Insel mit einer Brücke. Das ist geil. Fahren wir hier rüber. Wir hier lang und dann wäre halt hier so eine Verladestation geil bei der Öbor-Insel hier. So, Quarzkristalle laden hoch.